Kickdown, Kickdown! Also Leute, heute schnappe ich mir einen Kollegen, Barisch. Der hat einen Smart dabei und der sagt, dieser Smart kann sogar mein 3 Liter Diesel gefährlich werden. Wir schauen mal, was dran hängt. So, mittig ist so. Bruder, dein FSP Performance muss kurz zur Seite, sonst nervt es mal. 1 Liter Turbo, aber Turbo haben sie nicht alle, ne? 84 PS Serie, tschüss, da kommt Fraktion, Bruder. Von FS irgendwas, da hat sie machen eine Werbung. FS, du scheinst ihn ja zu mögen. FS Performance. FS Performance. Wo ist er? Heimfeld? Ja, Cuxhavener Straße 158. Ja, okay, so genau. Kann die Google. Jetzt lass uns schön, bis die weg sind, Digga. Also, ich meine, heute gibt es kein Demo oder so, soweit ich weiß. Vielleicht streiken die. Das soll nicht streiken. Wie viele Kilometer bist du jetzt so gefahren? 6000. Also, hast du direkt am Anfang schon gemacht? Ja, standhaft 6000. Ich habe den gekauft, ja. Am nächsten Tag kam ich. Ummelden, Umschreibung, da. Umschreibung eines Fahrzeugs mit Softwareoptimierung. Genau, was er braucht, Digga. Jackpot. Heftig, dass es von denen so angeboten wurde. Also okay. Einmal Motor und Getriebesoftware, ne? Und was hat, weißt du, was, wie viel ein normaler Smart hat? 84 PS hat der. Aber nein, nicht der normal, sondern diese Saugermotor. Also es gibt einmal 61 PS, bin ich der Meinung. Und dann gibt es diesen MHD Kanaken 71 PS Smart, womit jeder rumguckt. Wieso Kanaken? Weil der Kanake Hybrid, den hat? Keine Ahnung, jeder fährt damit rum, weil der ist halt günstiger, ne? Ist das die, ach, heißt der MHD, weil er dieses Abhol, ja, immer erzählt? Dieses Mild-Hybrid, der hat so einen Starter-Generator. Ah, okay. Hab wieder was gelernt, ja. Jetzt hast du mal geguckt, was der wiegt? Ich glaube 850 oder? Richtig? Ja, also, da ist Fahrzeug. So, was haben wir hier? Ein Leergewichtsfahren. Oh, rechts bei G ist das stehen. Ne? G-Punkt haben wir. G 875 bis 875. Ja, okay, genau auf dem Gramm. Das wäre ein Motorrad fast. Nein, ja, das wäre ich. Motorrad ist 300 Kilo, Digga. Eine fette Harley. Diese richtig fetten Harleys wiegen so 500, also halbe Tonne, ne? Ja, plus, oder? Plus Stiernacken. Ja, Digga, dann bist du. Nein. Aber du musst es keine. Das, ich bin ehrlich, ich frage mich immer, wie lange hält die Kupplung das? Also hat er das schon bei mehreren Leuten gemacht oder war das so sein erstes. Also, der hat schon richtig viele Smarts gemacht. Ja, Top Speed, hattest du gesagt? Ist unklar, ne? Ja, also ich habe bei 185 abgebrochen, weil war ein bisschen windig und ein bisschen anstrengend zu fahren, aber mehr wäre da gegangen. Ist Cabrio da, ne? Also, ja, falls ihr jetzt denkt, ein bisschen windig. Ich fahre ja auch mit meinem Smart. Ich glaube, 140, 160 sagst du, schaffen wir nicht? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mit Smart bin ich 160 km, aber kann auch Sprinter sein. Nein, also serienmäßig sind die bei 145 abgeriegelt, soweit ich weiß. Da merkt man auch schon Wind und alles, das, und das wackelt. Kleiner Windstoß, Bruder, ein Windstoß kann einem einen Smart ernsthaft auf die nächste Spur katapultieren, so mäßig. Das ist schon echt nicht zu unterschätzen. Ich meine, nur Software und dann hast du diese Mehrleistung. Von 84 auf 125, ne? Ja. Hat er auch Prüfstandmessung gemacht? Ne, es gibt so ein Dyno Pro Messgerät, was du da ans Rad schraubst, ne? Okay. Das wird dann über GPS und über die G-Rate dann gemessen, über eine bestimmte Strecke, okay, die du dann festlegst. Und dann berechnet er die PS-Zahl. Aber was Leistung hat, das verbraucht auch. Hau mal kurz aus den Tank rein. Ich kann es ja noch sagen, der steht zum Verkauf. Und das zweite Hand. Ich hatte und jetzt, sauber. Und ich hatte 3 Monate nur, ne? Wie gesagt, der BMW ist einmal hops gegangen. Ah ja, stimmt. Ja. Badisch hat noch ein 330 E64, aber Maschler, das Auto ist echt hübsch, Digga. Ja, danke schön. Walla. Der ist schon zweimal gestorben, der hat zweimal von den Toten zurückgeholt. Ohne Ende wurde auf das Auto. Ja, erstmal Getriebe hops genommen. Und dann auch noch den Motor weggejagt, ne? Eigentlich müssen wir den auch mal zeigen. Der ist zu hübsch, Bruder, als dass er so mäßig einfach da rumsteht. Morgen Verkehrsamt, Termin, kurzer Kennzeichen. Ach so! Und jetzt. Okay, man merkt auch vorne, er wird leichter, Bruder. Ja, tschüss. Mann. Guck mal. Tschüss, Bruder, das ist ganz drück. Anders. Bei 160 nicht stoppen. Da war. Guck mal.
160 und der fährt immer noch weiter. Und jetzt im fünften geschaltet. Ja, und das geht noch mehr. Wir haben noch. Also ich, ja, wir haben noch zweieinhalb. Er würde safe bis zum Begrenzer drehen. Ganz easy sogar. Ich bin ehrlich, Bruder, das hat Spaß gemacht, Digga. Digga, der Kollege hat seine Arbeit richtig gemacht auf jeden Fall, ne? Echt. Props an ihn. Bruder, der zieht richtig so. Also, man muss immer im Hinterkopf halten, für ein Smart reden wir gerade. Ja, ein Liter Hubraum, ich bitte. Ja, aber Digga, was er durchzieht, ich hätte gedacht, ab 100, 120, ich weiß ja, wie ein Smart geht. Ab 120 passiert nicht mehr viel. Ja. Und dann bei 145 stoppt er. Und der ist, also ich würde echt sagen, der geht bis zum Begrenzer so am Schnürchen. Ja, der hört nicht mehr auf. Wie gesagt, bei 185 habe ich echt Schiss bekommen. Glaube ich dir, Digga. Vor allem, ich habe auch bei 60 km/h, das ist schon eine relativ hohe Geschwindigkeit, habe ich gemerkt, wie er vorne so das Lenkrad ein bisschen leichter wurde, weil er sich so ein bisschen anhebt. Ja. Das ist schon für so ein Auto nicht wenig, Digga. Wenn du ein großes Auto mit sehr, sehr viel Leistung hast, okay. Ich sag mal jetzt aus dem Kopf, wenn das so 500 Euro wären, das wäre auf jeden Fall Geld wert. Ja, das wäre auf jeden Fall sein Geld. Was sind 500 Euro, Digga? So, wenn du hast quasi Unterschied, wie wenn du 320 oder 520 und ein 3, so 2 Liter gegen 3 Liter Motor. Also so kann man sie Range ziehen. Also ich habe eher das Gefühl von 520 oder auf M, Digga. Ja, okay. Weil der ist schneller als jeder normale Brabus, ne? Stimmt. Also Brabus ist schon Ende der Fahnenstange, ja. Und wirklich. Okay, da ist das einen rausgehauen, das ist echt so. Du klatscht den so weg. Ich habe jetzt leider keinen Brabus, mit dem wir vergleichen können, aber ich weiß, die Leute, die Smart Brabus gefahren sind, ja. die haben das so gelobt, Bruder. Ja. Der geht, der flitzt, der fliegt, bla bla bla. Und wenn du sagst, du hast die alle stehen lassen, so, ja. Also bei weitem stehen lassen. Ja, ohne Spaß. Also der hat 23 PS mehr als die, so draußen noch. Bei 800 Kilo, das ist schon. Ich bin ehrlich, ich hätte jetzt auch Angst, nicht nur, weil es nicht mein Auto ist, sondern allgemein, dass das zersägt, von Stand aus Vollgas zu gehen. So. Ja, der ist schon eklig. Da meint er auch, lieber nicht aus dem ersten Gang heraus, weil schallert halt die Kupplung komplett gegen, ne? Ich weiß, was ein Smart eigentlich macht, und das ist auf jeden Fall mehr als das, was ein Smart eigentlich macht. Ach, Behindertlaune. Eigentlich ist das sogar schon zu viel für dieses von hier bis Hauptbahnhof, weißt du? Man will dann auch mal so seine 116, aber es wird laut, weil Cabrio auch noch. Ja, das stimmt. Aber macht seinen Spaß. Man kann das angeblich wegkriegen. Den Lärm? Ja. Deiner ist noch ruhig. Ich habe da auch so eine Dings reingeklebt. Guck mal. Fass das mal hier rauf. Da oben ist so eine Lippe, was du für Fenster benutzt bei zu Hause, weißt du? Ja, damit das nicht kalt wird. Dieses, ich verstehe, was du meinst. U-Profil oder so. Ja, einen, den habe ich an die Tür gemacht letztens, ja. Als viel Luft durchkam. Ich glaube, den hatte ich jetzt für um die 6.000 Euro geschossen gehabt. Ne? Also der kostet 6, sage ich jetzt mal. Und ein Smart Brabus mindestens 8.500 bis 10.000 okay. Euro. Okay. Also ist die Option. Fast die Hälfte rauf, so mäßig. Ja, ja. Jetzt hast du lieber die Hälfte an Leistung mehr machen, Digga. Macht mehr Sinn. Also immer eine gute Grundbasis suchen, ne? Kein Turbo Smart kaufen mit, keine Ahnung, 160.000 gelaufen. Dann haust du da so eine Software rauf. Digga. Wenn du es drauf anlegen willst, ich kann das als Dienstleistungsservice, kann ich dir das anbieten, oder? Motorradfahrer haben diese schon, diese Dings-Input, oder? Ja, standardmäßig, das stimmt. Also, Suicide-Mode. Aber dann lohnt sich so ein Auto viel mehr als ein Brabus eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also Brabus hat halt manchmal nur... Wie sind Bremsen und so? Ich denke, Bremse-Fahrwerk ist da aber auch schon ein anderes Kaliber wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, Bremse ist gleich. Mit Fahrwerk haben die irgendein anderes Fahrwerk drin. Aber wie gesagt, das Ding kostet 4.000 Euro mehr. Da kannst du für 500 Euro ein Fahrwerk reinhauen. Dann hast du das auch erledigt. Also das ist, Brabus ist dann halt nur halt an und für sich so, ist halt ein Brabus. Ja. Dann Ausstattungs... Prestige, ne? Ausstattungs
mäßig sind die halt ein bisschen besser. Ja. Auch zum Beispiel soundtechnisch. Aber kann man auch ändern. Ne? Gibt's yes, auch. Yes. Achso, was ich sagen wollte, ist, man muss eigentlich mal testen, mit was für ein Auto eigentlich der mithalten kann, weißt du? Mhm. Zum Beispiel gegen den 5er, den ich habe, 530 mit 230 PS. Ich glaube. Schafft er nicht. Du hast zu viel Drehmoment. Also, ja. Wär's 25, aber nicht, okay. Sowieso auch wie jetzt ab 50, 40, weil bei kleinen Geschwindigkeiten allein das Schalten killt schon alles. Ja, das kann klappen. Aber wenn wir im Rollenden losdüsseln, ja, dann. Ich glaube, wäre nicht so heftig der Unterschied. Also nein, nein. Ich wüsste nicht. Ich glaube, bis 120. Ich gesehen, bis 120 kriegst du mich, glaube ich, nicht. Und danach. A4, 2 Liter TDI und so, die haben gar keine Chance. Also wirklich. Echt? Ja. Aber halt, wenn du übertreibst, dann 3 Liter. Aber wenn du sagst, 2 Liter hat keine Chance? Ja, 2 Liter hat keine Chance. Also dann, auf jeden Fall nicht. Dann kann ja mit 3 Liter wirklich. Ja, lustig werden, sag ich. Bis einer bestimmten Geschwindigkeit habe ich die Nase vorne. Ja. Und dann schiebt halt der. Das ist normal. Bruder, allein dieses Gefühl, wenn du Vollgas gibst und du siehst, der Smart steht neben dir, würde ich sehen. Das stimmt. Das wäre schon nice, an sich könnte man das echt mal ausprobieren. Hm. Er ist da, Digga, er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist einfach da, Bruder. Ey, was ist das? Heftig, guck mal, wo ich bin. Wow, wow, wow. Bruder, dein Smart ist echt Baba. Ich bin ehrlich, hin und wieder bin ich von diesem Kickdown-Knopf ein bisschen weggegangen, aber ich war trotzdem noch gut dabei. Okay, ich bin voll am Durchlatschen. Voll am Durchlatschen. Bruder! Kickdown, Kickdown. Okay, Digga, jetzt bin ich runter. Bruder! Er hat 1:1 gleichgezogen. Jetzt bin ich wieder Kickdown. Uff. Okay, also. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Bruder. Digga! Er fliegt, Bruder! Digga, was ist das für ein Smart? Was ist das für ein Smart? Das ist ein 3 Liter Diesel. Also, ich würde sagen, der BMW ist auf jeden Fall schneller, aber der Smart ist nicht viel langsamer. Und genau wie er meinte, das Drehmoment holt ihn einfach ein. Aber für einen Smart ist das trotzdem heftig. Und bei dem zweiten Video musste ich ihn ein bisschen einholen, aber erstmal ein wenig schneller. Aber ich habe ihn halt eingeholt, so stückchenweise. Aber allein der Fakt, wie ich so stückchenweise rankam und dass ich nicht einfach straight so an ihm vorbei bin, ist schon ein schneller Smart. Ich hatte ja noch gesagt, wir machen ein Video vom Sound. Geh mal, warte ich. Der bis 6000 drehen, oder?